Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Herz und Mund, unserer Online-Andacht am Sonntag. Kennt ihr den Spruch, ene mene mu und raus bist du? Vielleicht habt ihr ihn als Kinder genauso genutzt wie ich, zum Abzählen, wer mitspielen darf und wer nicht. Was dieser Spruch, ene mene mu und raus bist du, mit dem heutigen Sonntag zu tun hat, das erzähle ich euch gleich. Ene, mene, mu und raus bist du. Das ist so ein Abzählreim. Mit dem Finger wird auf jedes einzelne Kind gezeigt und am Ende ist klar, wer mitspielen kann oder wer die Süßigkeiten kriegt und wer nicht. Es gibt noch ganz andere Abzählreime, aber in meiner Kindheit war ene, mene, mu der bekannteste. Wir haben ihn zumindest ständig genutzt. Bei Kindern ist das mit dem Abzählen nicht ganz so entscheidend, sag ich mal. Man macht es fürs Spiel, man entscheidet damit, wer mitspielt. Aber beim nächsten Spiel kann das alles schon ganz anders wieder aussehen. Dann ist man wieder mit dabei oder so. Bei Erwachsenen ist das oft ganz anders. Wer da einmal raus ist, der bleibt draußen. Wer da einmal zum Beispiel durch seine Herkunft oder seinen Geldbedarf raus ist aus dem gesellschaftlichen Spiel, der hat keine Chance mehr. Der kriegt keine Arbeit oder keine Wohnung oder aber auch nicht die Kleidung, die er vielleicht braucht. Bei einigen dieser Dinge wird das nicht offen gesagt. Da wird das eher so in Zwischentönen. Da nutzt man keinen Abzählreim oder so, sondern naja, man redet halt nicht so viel mit der Person. Oder man guckt so ein bisschen komisch, wenn man sie sieht. Ich merke das oft schon bei meinen Kindern, wenn in der Schule schon geguckt wird, wer hat eigentlich welche Markenkleidung an. Da ist dann eben entscheidend, eine bestimmte Marke zu haben, die gerade von allen anderen als in oder als hip oder als angesehen bezeichnet wird. Hat man diese Marken nicht, gehört man nicht mit dazu. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Oft ist das ein Urteil für ein ganzes Leben. Wer nicht mehr dazugehört, der schafft es selten zurück in die Gruppe. Kein Wunder also, dass sich eigentlich alle Menschen danach sehnen, zu irgendeiner Gruppe, die für sie wichtig ist, mit dazuzugehören. Also die coole Gang in der Schule, der Freundeskreis, die Wohngruppe. Man möchte so gerne dazugehören. Und wenn man dazugehört, dann ist ja nicht nur der Kreis derer, mit denen man sich unterhält, größer, sondern die eigene Meinung, das eigene Denken ist dann eben auch gefragt. Das sind Gedanken, die sind nicht neu. Oder das sind auch Phänomene, die sind nicht neu. Der Apostel Paulus, der im Neuen Testament ziemlich viele Briefe ja geschrieben hat, der kennt die auch schon. Als er zum Beispiel seinen Brief an die Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Da musste man zum Beispiel erstmal Jude sein, um dann ein ordnungsgemäßer Christ zu sein. So meinten zumindest einige. Und Paulus hat das gehört und hat daraufhin einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Galatien. Und da heißt es, ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Jesus Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr,
Ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Durch Jesus Christus, der eben nicht nur zu den Juden in Israel gekommen ist, sondern zu allen Menschen, durch Jesus Christus sind wir alle Gottes Kinder. Und damit sind wir auch raus aus diesem Zwang, irgendwie durch irgendetwas dazuzugehören. So sagt es Paulus. Es ist egal, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen seid, ihr alle seid Gottes Kinder. Und niemand kann euch aus diesem Status rausschmeißen, weil das hat ja nicht irgendein Mensch bestimmt, sondern Gott. In eurer Taufe sagt er zu euch, du bist mein Kind. Und dieser Glaube, den wir in der Taufe damit äußern, der entscheidet sich eben nicht daran, ob ich aus Deutschland komme oder aus Polen oder aus der Türkei, Syrien oder irgendeinem anderen Land dieser Welt. Der Glaube entscheidet sich allein in mir. Gott hat zu mir gesagt, du bist mein Kind. Der Glaube macht sich auch nicht am Besitz fest. Bin ich arm oder bin ich reich und dadurch vielleicht besser oder weniger gut angesehen. Und dieser Glaube und dieses Zugehörigsein zu Gott, das ziehen wir in der Taufe an. So heißt es in diesem Text, in diesem Brief von Paulus. Also das ist wie unsere Kleidung, die wir jeden Tag tragen. Das gehört einfach mit zu uns dazu. Nicht umsonst gibt es bei der Taufe dieses besondere Taufkleid, was viele Kinder anhaben, wenn sie getauft werden. Wir ziehen es in der Taufe an. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ganz oft entscheiden die Kleider darüber, wie man sich verhält, beziehungsweise andersrum. Wir ziehen die Kleider passend zu dem an, was wir gerade tun. Also jemand, der einen Marathon laufen will, der trägt garantiert keinen Anzug. Und jemand, der die Sportklamotte anzieht, der geht bestimmt gerade nicht zum Vorstellungsgespräch. Also indem wir die Taufe anziehen, wie unsere Kleider, entscheiden wir darüber oder Gott darüber, wer wir sind, nämlich Gottes Kinder. Dieses Geschenk, was uns in der Taufe gemacht worden ist, das brauchen wir auch nicht wieder ausziehen. Das legen wir nicht wieder ab. Das ist uns gegeben bis zum Lebensende. Und das sagt auch, dass so wie wir ja, wie gesagt, mit der Kleidung unser Verhalten bestimmen, dass auch diese Taufe uns Menschen verändern kann. Wer sich zu Gott hält, wer sagt, Mensch, ich finde es gut, ich bin Gottes Kind, dem ist egal, woher ich herkomme und so, bei dem bin ich so, wie ich bin, richtig gut, der wird sich auch danach verhalten, der wird sich verändern dadurch, dass er zum Beispiel dann auch in allen anderen Menschen Gottes Kinder sieht oder dass er Spaß daran hat, sich mit dem auseinanderzusetzen, was Gott sich für diese Welt wünscht. Und dann muss man sich nicht mehr danach bewerten lassen, wo man herkommt oder ob man viel Geld hat oder die richtigen Klamotten. Dann zählt nur noch, dass wir alle zusammen Gottes Kinder sind. Und das kann nach und nach die Ungerechtigkeit aus unserer Welt vertreiben. Wenn immer mehr Menschen sich danach strecken, so miteinander unterwegs zu sein, wie Gott sich das für uns vorgestellt hat, nämlich zum Beispiel in einer Welt in Frieden, wo alle Menschen gleich viel wert sind, dann verändert sich nach und nach die Welt. Das kann vielleicht noch lange dauern, das weiß ich, weil natürlich die Zwänge unserer Welt oft sehr bestimmend sind. Aber wenn wir nicht anfangen, etwas zu verändern, dann wird sich auch nichts verändern. Also lasst uns einfach anfangen. Amen. Lasst die Kinder zu mir kommen, werdet ihr. Thank you.
die Welt sie nicht zerbricht. Denn der Himmel ist offen für sie und ihrer ist das Himmelreich. Zum Abschluss möchte ich beten. Gott, wir sind alle deine Kinder, jede und jeder einzelne von uns, egal wo wir herkommen, egal wie reich wir sind, ob wir eine Behinderung oder wenig Geld haben. Du hast uns alle zu deinen Kindern gemacht. Das zu leben ist gar nicht so einfach. Immer wieder geraten wir in die Versuchung, andere nach ihrem Aussehen, nach dem, was sie tragen, nach dem, wie sie sich verhalten, zu beurteilen. Lass uns in allen Menschen deine Kinder sehen und anfangen, die Unterschiede zwischen den Menschen abzubauen. Wir selbst sehnen uns danach, dazuzugehören, ob es Freunde oder unsere Gesellschaft sind. Lass uns erfahren, dass es nicht von Bedeutung ist, woher wir kommen und was wir machen. Lass uns offene Türen zu freundlichen Menschen finden, damit wir gut miteinander leben können. Amen. Und nun geht in diese Woche mit Gottes Segen. Gott segne euch auf euren Wegen. Er sei vor euch, um euch den Weg zu weisen. Er sei hinter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr fallt. Und er sei um euch herum, um euch zu schützen. Amen.